Radfahren, hat Frau Popp gerade gesagt. Klaus Lederer für die Linke. Ich habe bei der Linke den Eindruck, also Radfahren interessiert sie auch, aber es lässt ihr Herz jetzt nicht so heiß schlagen wie bei den Grünen, habe ich den Eindruck. Ich weiß, dass Sie alle an dieser Stelle jetzt sagen, Koalitionsverhandlungen hier im Fernsehen wollen wir nicht. Aber ich bitte auch um Verständnis, dass wir natürlich gerne schon ein bisschen Inhalt hätten. Ignorieren Sie kurz bitte den Regierenden. Das werde ich nicht tun. Wir stellen uns jetzt mal, ich stelle mich so ein bisschen dazwischen. Wir stellen uns jetzt mal vor, ich stelle mir diese Verhandlungen immer so vor, Sie sitzen da, es gibt wahrscheinlich Kekse und ein bisschen was zu trinken. Wenn Sie jetzt gefragt werden würde, was muss unbedingt auf den Tisch? Also was ist das Wichtigste, damit Sie mitspielen? Was wäre Ihr erster Punkt? Also ein ganz entscheidender Punkt ist, und da will ich einfach nochmal aufs Wahlergebnis zurückkommen, denn über das reden wir ja heute, ist, dass wir hier im Osten vermutlich stärkste Partei sein werden und im Westen zweistellig und damit zu den Wahlgewinnern des Abends gehören. Das mal vorweg. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, was mir wichtig ist. Ich habe im Wahlkampf jetzt ganz oft erlebt, dass mir Menschen gesagt haben, wir haben nicht mehr die Hoffnung, dass Politik für unsere Lebenssituation mittelfristig irgendwie in der Lage ist, was zu verbessern. Und daher kommt eine große Frustration und es fehlt eine Menge Hoffnung. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, ist sicher auch gesagt worden, wie viele überhaupt niemandem mehr irgendwas zutrauen. Und ich würde ganz gerne mal darüber reden, wie kriegen wir es eigentlich hin, diese Hoffnung zurückzuholen, den Leuten wieder die Hoffnung zu machen, dass politisches Engagement, dazu gehört nicht nur Wählen, sondern in der Tat auch direkte Demokratie, positiv was bewegen kann für sie, positiv was verändern kann für sie. Denn ich glaube, wenn diese Hoffnung verschwindet, dann in der Tat sozusagen macht man Wasser oder gießt man Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten, denen den Eindruck erwecken wollen, dass es reicht, man baut um alles eine Mauer und stellt überall Gartensberger auf und dann sind wir wieder in den schönen 50er, 60er Jahren, wo angeblich alles so toll war. Insofern, das Wichtigste für mich ist, dass diese Koalition einen Stil findet, wenn wir denn eine miteinander verabredet bekommen, einen Stil findet, der die Leute, der die Berlinerinnen und Berliner ernst nimmt, die hier im vergangenen Jahr gezeigt haben, wozu diese Stadt in der Lage ist. Die tollen Potenziale, ja, also das DIW, das sind Investoren, sondern es sind vor allem die Menschen in dieser Stadt. Ja, aber wenn Sie also das ansprechen, mich mal ganz entschuldige, Ingo, das ist ja die Frage, Rot-Rot, haben Sie da einen Generationswechsel wirklich geschafft oder gehen Sie mit den Leuten wieder in die Regierung, sofern es eine Koalition gibt, die eigentlich mal die Stadt runtergewirtschaftet haben, gespart haben, bis es mehr als quietscht. Also jetzt muss ich mal widersprechen. Wir haben einen Müllhaufen übernommen im Jahr 2002. Wir haben hier ein milliardenschweres Defizit im Etat gehabt. Und jetzt schreibt die Stadt dreistellige Millionen Überschüsse. Das hat auch was damit zu tun, dass wir in der Lage waren, diesen Haushalt zu konsolidieren. Und Sie haben alle, einschließlich Sie als Journalistinnen und Journalisten, gefordert, dass wir mit einer richtigen Abrissbirne da durchgehen. Wir haben es mit sozialem Augenmaß gemacht. Was ich dem Senat vorwerfe, ist, dass er jetzt, wo die Bedingungen wieder besser geworden sind, wo wir diese Überschüsse haben, anstatt tatsächlich zu investieren in die Infrastruktur der Stadt, den Schalter umzulegen, Leute einzustellen, dass sie da getrieft haben und an den Stellen, wo Leute sich dann mit Engagement für die Stadtpolitik zu Wort gemeldet haben, dass man sie hat vor die Wand fahren lassen. So ist die Situation. Das möchte ich an der Stelle einfach noch mal korrigieren. Okay. Wir haben hier keine Stadt, wir haben hier keine Stadt heruntergewirtschaftet. Okay, wir müssen aber eins jetzt klar machen, Herr Lederer, weil Sie immer das machen, haben Sie oft gemacht, auch im Wahlkampf. Sie haben immer gesagt, wir, also die Journalisten, wären schuld gewesen, dass Sie... Ich habe es jetzt gemacht. Aber bei mir haben Sie es auch schon gemacht in der Sendung, dass wir gesagt haben, verkauft doch mal die Wohnungsbaugesellschaft. Ich habe es nicht gesagt, Andrea hat es auch nicht gesagt. Das müssen wir jetzt mal festhalten. Aber für jetzt, wir reden jetzt über jetzt. Wir haben verstanden, dass Sie gesagt haben, Sie wollen einen anderen Stil, Sie wollen anderes Miteinander. Meine Frage war aber, ich erweitere das auf zwei Themen, was wären Ihre Hauptthemen auf dem Tisch, die Sie unbedingt wollen, damit Sie regieren würden? Also ich will, dass wir uns der sozialen Frage in der Stadt annehmen. Die Stadt ist nämlich nicht nur hip und cool, sondern sie verfügt über ein unbeschreibliches Maß an Armut. Sie ist sozial gespalten bis zum Anschlag. Keine Metropole in einem der reichsten Länder Europas im Übrigen verfügt über so viele arme Menschen und wir müssen an das Thema ran. Wir können da nicht allzu viel im Land selber machen. Da wünsche ich mir auch mehr Druck auf die Bundespolitik und auch da mal ein paar Alternativen. Aber das Thema müssen wir anpacken. Und ansonsten, Herr Müller bezieht es jetzt immer nur auf die Grünen, was ich lustig finde, weil wir wissen ja jetzt, dass also zumindest die Hoffnung, dass es für Rot-Grün reicht, wohl nicht ganz so aufgegangen ist. Es gibt Schnittmengen. Es gibt Schnittmengen, was die Stadtpolitik anbetrifft, was das in Ordnung bringen des öffentlichen Dienstes und der Infrastrukturen angeht. Und es gibt auch andere Schnittmengen. Ich hoffe, wir kriegen uns auch, ganz wichtiges Thema für mich, bei der Frage der Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger verständigt. Ganz viele Bürger haben